So Freunde, heute werden wir die nächste Folge vom Ich baue meinen eigenen Tabak an Serie, von der Serie anschauen. Heute werde ich die Pflanzen etwas bearbeiten, Blüten zurückschneiden und so. Und vielleicht können wir auch schon die erste kleine Ernte machen. Also seid auf jeden Fall gespannt. Lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn euch die Videos gefallen. Und dann sehen wir uns schon gleich im Garten wieder. So Freunde, hinter mir seht ihr jetzt die Tabakpflanzen und da hat sich einiges getan in letzter Zeit, denn ich war jetzt auch eine Woche im Urlaub, in dieser Zeit sind sie extrem gewachsen, aber ich zeige euch das gleich näher und wir haben auch ein, zwei Dinge, die wir machen müssen, damit die gut weiter wachsen, aber ich zeige das euch gleich mit der anderen Ansicht hier. So, also hier vorne sehen wir jetzt die Burley Tabaksorten und die sind echt enorm gewachsen, also diese hier ist bestimmt schon einen Meter hoch und die Blätter sind auf jeden Fall riesig, wenn man das mal mit meiner Hand hier vergleicht. Also die sind sehr, sehr schön gewachsen hier. Und wenn wir rübergehen zu den Virginias, sehen wir etwas, wo wir was dagegen machen müssen. Die Pflanze hier hat Blüten ausgebildet in der Woche, in der ich im Urlaub war. Auch diese hier, die sind schon extrem groß, die muss man abschneiden, weil so die Energie in die Blüten reingeht und nicht in die Pflanze rein. Auch diese Virginia hier hat Blüten und der Bauerntabak hier hinten, der sieht etwas naja aus. Auch der hier hat extrem viele Blüten dran, muss ich auch abschneiden. Und wenn wir hier hinten weiter nach hinten gehen, sehen wir, dass die nicht wirklich wachsen hier. Das liegt vor allem an der Sonne. Ich habe ja hier den Baum zurückgeschnitten, der das Ganze hier etwas abschirmt und ich dachte mir schon, dass in dieser Ecke hier zu wenig Licht rankommen wird, was jetzt auch der Fall ist. Wir sehen das auch, also die Burley-Sorten hier drüben sind extrem gut gewachsen alle, also die sind riesig und je weiter wir noch drüber gehen, desto kleiner sind die Pflanzen, also wichtig, dass man sehr, sehr viel Sonne am Start hat. Ebenfalls habe ich hier Stützen dran gemacht, weil vor allem noch Regen und so hängen die Pflanzen extrem. Auch hier hinten habe ich Stützen dran. Bei dem Burley war das nicht nötig. Die haben einen Stiel ausgebildet, der dick genug ist. Also das funktioniert auch so. Und ja, hier unten sehen wir auch schon ein paar Blätter gelb werden. Ich weiß jetzt nicht, ich muss nochmal nachschauen. Eigentlich könnte man die theoretisch schon ernten, aber da muss ich mich jetzt nochmal informieren. Aber die Burley sehen auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus. Und ja, dann werden wir uns jetzt mal zuerst um diese Blüten hier kümmern. So, also ich zeige jetzt mal hier, wie man das macht mit den Blüten. Ist eigentlich überhaupt kein Problem. Einfach hier direkt unter den Blüten einfach abschneiden und dann ist das Ganze weg. Das mache ich jetzt ganz kurz bei allen Blüten. Danach gibt es noch etwas Wichtiges, was man beachten muss. So, das ging jetzt eigentlich ziemlich fix, also die Blüten sind jetzt alle ab und jetzt muss man dann noch etwas Wichtiges beachten, denn in den nächsten Tagen werden in den Zwischenräumen bei den Stängeln, ich zeige euch das gleich besser. Also hier in diesen Bereichen zwischendrin werden neue Stängel keimen, dafür gibt es auch einen Fachbegriff, den weiß ich gerade leider nicht. Und das ist ganz wichtig, dass man die rausreißt, also werden einfach kleine Dinger rauskommen, weil sonst wachsen da weitere Blüten raus und so. Die muss man einfach in den nächsten Tagen entfernen und dann ist das eigentlich schon ready. Also sowas hier in dieser Art und dann kann man einfach zack das wegnehmen. Das sind jetzt neue Blätter, also da würde ich das nicht machen, aber man sieht das ziemlich genau, wie das dann rauskommt in den nächsten Tagen. Und hier habe ich jetzt nochmal die Blätter genau angeschaut und ich denke, da sind einige schon zur Ernte bereit vom Burley Tabak hier. Hier unten sind die sogar schon überreif. Eigentlich sollte man die ernten, wenn die langsam sich am Rand gelb verfärben und hier sind die teilweise schon ziemlich gelb und das machen wir dann immer von unten nach oben. Und auch wenn wir jetzt wieder hier hinten schauen, sehen wir wieder mal die gute alte Erinnerung, dass du doch ein Abo da lassen willst, kannst, darfst. Würde mich extrem freuen. Und ja, weiter geht's mit dem Video. Und ich zeige euch jetzt mal kurz an irgendeinem Blatt, dass ihr gut sehen könnt. Das hier, ich denke das, ich habe natürlich auch nicht so viel Erfahrung damit, aber ich denke das hier ist etwa das, wonach wir schauen, einfach wo die Blätterränder sich langsam gelb verfärben und dann ernten wir das Blatt jetzt einfach mal. Hier sehen wir, die Schnecken hatten sehr viel Freude an meinen Chili-Pflanzen, Chili sage ich schon, an meinen Tabakpflanzen. Jetzt hält man das einfach hier am Stiel und zieht so rüber, also nicht nach unten oder oben, einfach nach rüber
und dann hat man das Blatt auch schon draußen und so sieht das dann aus. Ich werde das jetzt mal kurz mit allen Blättern machen, die gut aussehen. Ich werde jetzt auch die ernten, die schon ziemlich gelb sind, einfach um die nicht zu verschwenden. Ich weiß nicht, ob das noch was wird, aber das mache ich kurz und zupfe die alle raus hier. So, das ging jetzt ziemlich gut, also es geht easy, wenn man das einfach so wegreißt, geht das sehr gut weg. Und ja, jetzt habe ich hier einige Blätter, die definitiv schon zu spät sind, wie dieses hier. Das werde ich auf jeden Fall fortwerfen. Und dann habe ich viele, die schon sehr, sehr gelb sind, wie das hier. Das werde ich einfach mal probieren zu trocknen, mal schauen, wie sich das entwickelt. Und ich denke, nach meinem Gefühl nach, wäre so das die richtige Zeit zum Ernten, wo die Seiten langsam etwas gelblich werden. Ich glaube, ich habe noch ein besseres und ihr seht ja auch, die Schnecken hatten wirklich extrem viel Freude an meinen Tabakpflanzen hier. Ja, ich denke, sowas hier wird die richtige Zeit sein, wo wirklich der Rand langsam gelb wird und der Rest noch grün ist. Und ja, ich denke, die werden wir jetzt einfach mal aufhängen. Also ich habe jetzt da doch schon einiges an Blättern ready. Ja, dann hängen wir das mal auf, da zeige ich euch auch gleich, wie ich das machen werde. So, und zum Aufhängen der Schnüre habe ich mir eine Nadel hier von meiner Mutter geklaut. Die sollte einigermaßen spitz sein, damit man gut durchkommt durch die Blätter. Und dann habe ich jetzt hier eine Hanfschnur, weil ich habe gelesen, dass durch die Feuchtigkeit Stoffschnüre faulen können und reißen können. Es gibt auch spezielle Tabakschnüre oder so, aber die hatten wir noch rumliegen. Da wollte ich mir jetzt nichts Spezielles extra dafür holen. Und ja, jetzt werde ich einfach hier ein Stück, was wahrscheinlich so um die 2 Meter lang ist, abschneiden. Ich habe sogar eine Schere hier. Perfekt. Und danach die Tabakblätter auffädeln. Und ich glaube, ich werde das einfach mal probieren. Habe ich natürlich auch noch nie gemacht. Aber an sich eigentlich simpel. Einfach hier oben durch den dicken Teil vom Stiel durchgehen. Und dann kann man die Schnur einfach durchziehen. Und wichtig ist noch, dass man einen Abstand zwischen den einzelnen Blättern hat, damit diese nicht faulen. Deswegen werde ich jetzt einfach noch ein zweites Mal durchgehen, wenn das Blatt an der richtigen Position ist. Nochmal durchziehen und dann sollte das dann eigentlich hier halten. Genau, dann ist das hier so angemacht und dann hält das hier und jetzt werde ich einfach alle so aufziehen im Abstand von vielleicht 5 cm, aber das zeige ich euch gleich, wenn es fertig ist. So, Freunde, es ist geschafft. Die sind alle aufgezogen jetzt. Ich glaube, ich habe ab und zu etwas zu viel Abstand reingemacht, aber ich würde sagen, sieht doch nicht schlecht aus so. Und jetzt zeige ich euch gleich, wo ich das Ganze aufhängen will, weil das ist auch etwas schwierig wegen Luftfeuchtigkeit und so, aber das zeige ich euch gleich. So, zum Aufhängen werde ich unseren Gartenschuppen verwenden. Wichtig ist halt, dass die Luftfeuchtigkeit stimmt und ich denke, das ist hier am besten gegeben hier drin und auch muss der Raum gut durchlüftet sein, damit er nicht schimmelt oder so. Das ist halt die größte Gefahr, wenn man Tabak anbaut, dass das Ganze anfängt zu schimmeln. Hier haben wir einfach diesen Vorhang davor, vielleicht werde ich den auch noch zur Seite binden, damit es etwas besser durchlüften kann hier. Und hier oben haben wir auch diese Holzbalken, die sind eigentlich schon ready zum Tabak drauf aufhängen. Und ich würde sagen, dann hauen wir direkt mal die erste Ladung Tabak rein. So, Freunde, also die erste Ladung hängt jetzt, ihr seht hier oben, ja, ist etwas im Weg auf jeden Fall, aber ich denke, das sollte so funktionieren. Abstand haben die Blätter auf jeden Fall genug zwischeneinander, da wird ziemlich sicher nichts anfangen zu schimmeln. Noch zum Trocknen, von Experten wird empfohlen 18 bis 32 Grad, das kriegen wir hier wahrscheinlich hin, und eine Luftfeuchtigkeit von 60 bis 70 Grad, Prozent, wenn mich nicht alles täuscht. Das kann ich hier halt überhaupt nicht kontrollieren, weil ich habe jetzt keine Geräte, die irgendwie die Luftfeuchtigkeit regulieren oder so. Ich lasse es jetzt einfach trocknen, ich werde sehen, was passiert hier. Normalerweise sollte das 4 bis 8 Wochen dauern.
Und ja, ich würde sagen, dann gebe ich euch wieder ein Update, wenn es wieder soweit ist. Und ja, ich denke, das war's für heute. Doch mehr erreicht, als ich gedacht hätte. Und ich wünsche allen noch einen guten Rauch. Wir sehen uns schon sehr, sehr bald im nächsten Video wieder.